I am the Jochen und das ist der Frühsport für Dienstag, den 18. April 2023. Schönen guten Morgen. Heute mit den Tabellen der großen internationalen Top-Ligen kommen wir gleich drauf. Aber wir schauen erst einmal kurz, was sonst noch so los war und ist abseits vom Fußball. Wir fangen an mit Eishockey, denn wir haben einen Weltmeister. USA ist der Weltmeister der Frauen geworden im Finale gegen Kanada in Kanada. Das ist natürlich noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen dann für die US-Amerikanerinnen. 6:3 am Ende gewinnen sie und damit herzlichen Glückwunsch zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Wer heute Eishockey gucken möchte, es gibt das nächste Finale um die DEL-Meisterschaft. Das dritte Spiel ist es um 19:30 München gegen Ingolstadt. Die Serie ist im Grunde mit dem 2:0 für München ja schon quasi durch. Die werden jetzt vermutlich das dritte dann draufhauen und dann ist das eh bald vorbei. Aber wer es noch gucken möchte, kein Thema, guckt rein heute auf Magenta Sport, auf Magenta Sportsport und auf servustv.com. Da könnt ihr also über dieses Spiel gucken. Wir sind mal gespannt, wie schnell und schmerzlos es Red Bull München macht in diesem Finale. Die NHL-Playoffs sind am Laufen. In dieser Nacht gab es die ersten Spiele. Ergebnisse liegen mir aber jetzt noch nicht vor, weil ich das Video aufnehme, bevor die Partien zu Ende sind. Ich verweise auf das Spezialvideo NHL. Das gibt es hier am Schluss irgendwo auch verlinkt, wo ich mit Basti alles durchgesprochen habe. Das heißt, Basti hat mir gesagt, wie es ausgeht. Ich weiß es ja nicht, aber er weiß es ja schon, weil er der Experte ist. Und NBA-Video gibt es auch noch irgendwo. Mit Len ist hier in irgendeiner Ecke verlinkt. Da haben wir auch Ergebnisse. Und zwar ein bisschen überraschend hier. Die Miami Heat gewinnen bei den Milwaukee Bucks. Das ist auch was, die laut Len der klare Favorit in der Serie sind. Die Heat führen 1-0. Gut, es ist ein Spiel. Die Serie geht noch ein bisschen. Die Clippers haben gewonnen bei den Suns und die Nuggets schlagen die Timberwolves. Das so ein paar erste Eindrücke, aber die Serien werden erst so richtig interessant, je mehr Spiele natürlich laufen, das ist klar. In dem Zusammenhang muss ich kurz korrigieren. Ich habe festgestellt, The Zone zeigt nicht jedes Playoff-Spiel, wie ich fälschlicherweise im NBA-Video behaupte. Zum Beispiel heute oder kommende Nacht gibt's nichts. Das muss man fairerweise sagen. Ich sag aber dann ja Bescheid, wenn es was gibt. Also erstmal leider keine Chance, das zu gucken. Müsste auf was anderes ausweichen. Bei der Zone nicht. Und Sky wird auch nicht alle Playoff-Spiele zeigen. Die, haben wir hier was? Da gibt's, nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Melde ich mich dann am Wochenende. Aber wenn die Spiele kommen, die vor Mitternacht stattfinden. Das habe ich auch im Video nicht ganz richtig gesagt. Da habe ich sowas gesagt, wie von wegen, es sind ja keine frühen Spiele. Es gibt frühe Spiele, aber eben nur am Wochenende. In beiden Wettbewerben. Und dann sage ich euch an, wie ihr das gucken könnt. Wer nachts gucken will, der weiß wahrscheinlich sowieso, wann was, wo, wie läuft. Und hat den League Pass. Da könnt ihr dann auch alles gucken. So, das war also Eishockey aktuell. Dann kommen wir zum Tennis nach München und Stuttgart. In Stuttgart Tamara Korpatsch ausgeschieden. In München Jannik Hanfmann eine Runde weiter. Und heute geht's erst richtig los bei diesen Turnieren. Wir haben in München zum Beispiel Oskar Otte heute am Start. Jan-Lena Struff ist beispielsweise mit dabei. Und in Stuttgart unter anderem Tatjana Maria. Wer das gucken möchte, kann das wie folgt tun. Es gibt noch das Barcelona-Turnier und Barcelona und München in der Konferenzschaltung ab 11 Uhr auf Sky Tennis. Zusätzlich gibt es aber auch jeden Tag das Turnier aus München im Bayerischen Rundfunk zu sehen. Und zwar könnt ihr auch ab 11 gucken, weiß nicht, was die heute für Spiele zeigen. Haben sie schon was stehen? Nee, weiß ich nicht. Also das Ganze auf BR24 Sport im Livestream und ihr könnt es auf RAN.de gucken. Die übertragen auch ab 11 Uhr, zumindest die Center Court Spiele im Livestream und das Turnier aus Stuttgart. Es gibt viel, viel Tennis diese Woche live zu sehen. Das Turnier aus Stuttgart gibt es auf Tennis Channel natürlich und auch auf Eurosport 1 ab 17 Uhr vom Porsche Grand Prix in Stuttgart. Könnt ihr also die Damen gucken mit Tatjana Maria gleich um 17 Uhr im ersten Spiel. Das wird dort zu sehen sein. Und Otte Struff bei Bayerischen Rundfunk oder eben auch dann auf dem RAN.de oder halt Sky Tennis, hatte ich ja schon erwähnt. Genau, also das wird auch die ganze Woche so laufen, dass ihr diese Anlaufstellen habt und dann sucht euch einfach das raus, was euch da liegt. Basketball hatten wir schon mal angerissen im Punkto NBA, da möchte ich kurz dazwischen geratschen noch und sagen, es gibt dort auch noch aus der BBL ein paar Spiele. Um 19 Uhr Rostock-Göttingen und Würzburg-Oldenburg und um 20:30 Bayreuth-Chemnitz. Und dann gibt es Champions League. Das dritte und entscheidende Spiel im Viertelfinale. Bonn, die Helikon Baskets Bonn gegen Straßburg. Erstes Spiel an die Franzosen, zweites Spiel an Bonn. Das dritte Spiel heute Abend, 20 Uhr. Da wird die Entscheidung fallen. Free for all. YouTube Basketball Champions League heißt der Kanal. Könnt ihr gucken und das könnte auch richtig interessant werden. Möglicherweise, das werden wir dann sehen. Aber jedenfalls klar, ein Win or Get Out Spiel. Das reimt sich nicht, aber ich glaube, so ähnlich heißt es.
Ebenfalls Viertelfinale. Und zwar im Handball gibt es die Rückspiele in der European League mit drei deutschen Teams. Um 18:45 die Füchse Berlin gegen Schaffhausen mit einem 4-Tore-Rückstand. Den müssen sie gut machen. Das Ganze live auf der Zone. Ebenso wie parallel dazu das Spiel von Göppingen bei Nexe. Das haben die Göppinger mit 9 Toren Vorsprung gewonnen. Das ist also sehr komfortabel. Und Flensburg-Handewitt dann um 20:45. Die haben 1 Tor Vorsprung gegen Granollers. Das wird auch eine Herausforderung, das zu halten. Mal gespannt, ob ihnen das gelingt. Also für die Handballfreunde heute auf der Zone eine ganze Menge zu tun. Die Radsportfreunde können die Tour of the Alps gucken. 2. Etappe auf Eurosport 1 ab 14 Uhr. Da führt Georg Hart nach der 1. Etappe. Lennart Kemner auf der 8 als 2. Und Tour of the Alps ist natürlich auch landschaftlich immer richtig schön. Wer Lust auf schöne Berge hat und auf schönes Radrennen, der ist da, glaube ich, nicht verkehrt. So, dann kommen wir zum Fußball. Heute Abend 2 Spiele aus der Champions League. Wir machen die Viertelfinals dicht heute und morgen. Chelsea, Real Madrid, Hinspiel steht schon 2-0 für Real Madrid. Das müssen sie in Chelsea jetzt halten. Das werden sie auch vermutlich halten, weil Chelsea reißt ja diese Saison nichts mehr groß. Wochen jetzt wieder verloren in der Liga. Napoli gegen Milan, das ist ein interessanteres Spiel, das italienische Duell. Da steht es 0-1 aus Sicht von Napoli. Milan hat ja auch schon in der Liga das Ding gewonnen mit 4-0 in Neapel und es riecht so ein bisschen nach einer dicken Überraschung, als würde Napoli die Luft ausgehen und Milan hier vielleicht noch wegziehen können. Heute Abend diese Spiele und zwar wie folgt: Es gibt eins auf The Zone und eins auf Prime. Und zwar auf The Zone gibt es Napoli gegen Milan und auf Prime Video gibt es Chelsea gegen Real Madrid. Sucht euch raus, leider keine Konferenz heute Abend. Aber ich würde, glaube ich, Napoli-Milan gucken, weil ich glaube, das ist das spannendere Spiel. So, und dann kommen wir zum Fußball vom Wochenende. Gestern Abend noch in der 3. Liga Viktoria Köln gegen Duisburg 2-2. Beiden bringt der Punkt nicht so wirklich was. Liverpool hat 6-1 gewonnen in Leeds, das ist noch erwähnenswert. Und in Italien unentschieden zwischen Florenz und Atalanta. Und damit gehen wir in die Tabellen rein. Wir starten in der Premier League. Ich nehme euch mit. Achtung, Flug beginnt jetzt. Und wir schalten um. Da sind wir. Und da ist die Premier League, Top 11. 7 Spieltage vor dem Ende und wir sehen das Problem von Arsenal. In West Ham 2-2 nur gespielt am Wochenende und Manchester City hat immer noch dieses Nachholspiel in der Hinterhand und wenn sie das gewinnen, stehen sie hier und sie spielen noch zu Hause gegen Arsenal. Also City wird aus eigener Kraft Meister, wenn nichts Dramatisches mehr passiert. Als Arsenal-Fan muss ich natürlich hoffen, dass was Dramatisches passiert, weil ich will erstens nicht schon wieder City als Meister und zweitens Arsenal als Meister. Mal schauen, ob es funktioniert. Wir sehen aber auch, City hat hier noch ein paar andere Baustellen, Pokal-Halbfinale noch und Champions-League-Viertelfinale. Da kommen wir noch drauf, morgen gegen die Bayern. Naja, mal sehen, was da draus wird. Kampf um die anderen Champions-League-Plätze, Man United und Newcastle momentan ganz gut dabei. Tottenham mit einem Spiel weniger, beziehungsweise Tottenham regulär durch, aber die beiden noch mit einem Nachholspiel. Die werden da wohl nicht mehr eingreifen, aber Tottenham muss nach unten gucken. Aston Villa ist dran und Brighton mit 2 Nachholspielen, habe ich schon mal darauf hingewiesen. Zack, zack, ratzfatz sind die hier an Tottenham vorbeigegebenenfalls. Wäre ein Riesending, die spielen auch noch Pokalhalbfinale. Was für eine Saison für Brighton. Liverpool im Schlepptau, trotz des Sieges gestern, immer noch mit Rückstand. Ob die da nochmal rankommen, glaube ich ja eher nicht. Und jetzt schauen wir mal hier die weiteren Verfolger, Brentford, Fulham. Ich glaube, das ist jetzt auch nur noch so, das Verfolgerfeld wirklich. Und Chelsea, ja, da läuft wohl die letzte Hoffnung, Champions League Viertelfinale. Aber wenn die vorbei ist, gibt es dann ein Jahr ohne internationalen Fußball bei Chelsea nächstes Jahr. Sehe ich ja schon fast kommen. Sheffield United, übrigens noch ein Pokalhalbfinale. So, La Liga. Wir sehen Barcelona vorne, 9 Spiele vor dem Schluss. Wieder nur unentschieden gespielt am Wochenende. Real hat wieder gewonnen, aber immer noch 11 Punkte Rückstand. Es ist momentan, was Barcelona da vorne macht, es ist zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, wie es so schön heißt. Aber ob die das noch 9 Spiele durchschleppen können, ich glaube trotzdem nicht, dass Real noch rankommt. Die müssen mit Atletico sich noch duellieren, wer Vizemeister wird, Stand jetzt. Beide haben gegen den Champions League. Real Sociedad vermutlich auch. Betis ist da noch hinten dran, Villarreal. Das sind noch die, die spekulieren so ein bisschen auf eine Schwäche von Real Sociedad. Ob die kommt, weiß ich nicht. Und dann haben wir noch Osasuna als Pokalfinalist. Trotzdem, das glaube ich nicht, dass sie gegen Real Madrid da gewinnen können. Aber why not? Dann wären sie international mit dabei auf jeden Fall. Italien, wir sehen Napoli vorne. Auch die haben verloren. Aber Wochenende haben wir alle hier Napoli-Punkte gelassen. Ebenso wie Milan, ebenso wie Inter. Die Römer-Teams haben gewonnen. Wir sehen Lazio auf der 2. Der Rückstand ist zu groß auf Napoli natürlich. Oh, mal beide zusammen in einem Bild mal hier da. Das ist zu viel, ne? 14 Punkte. Passiert nichts mehr. Aber Lazio auf dem besten Weg in die Champions League. Ebenso wie die Roma. Und Milan, Inter, Atalanta, die haben gestern unentschieden gespielt. Mal sehen, wer da den 3. oder 4. Champions-League-Platz sich noch angeln kann. Dann kommt nix und Juventus tritt so ein bisschen auf der Stelle. Die müssen hoffen, dass hier zum Beispiel Inter den Pokal noch gewinnt.
denn dann wird der siebte Platz freigeschaltet fürs internationale Geschäft und den hätte Juventus momentan. Aber die haben auch noch die Chance, selbst das hier zu schaffen über den Pokal und über die Europa League. Viertelfinale stehen sie da momentan. Florenz, Sassuolo, ja, glaube nicht, dass die da nochmal groß eingreifen werden. Cremonese natürlich, Pokalhoffnung noch, aber die ist, glaube ich, auch ungerechtfertigt. Und in Frankreich, PSG vorne, die bewerten 8 Punkte vor Marseille und 9 Punkte vor Lens. Da geht es wohl eher, glaube ich, um die Champions League in dieser Gruppe hier. Ne? Monaco drückt von hinten. Mal gucken, zwei von denen kommen rein, weil die Franzosen haben nur 3 Plätze. Und der vierte muss Europa League spielen. Das ist relativ abgesichert. Dahinter kommt Lille. Dann kommt Rennes noch mit Chancen. Olympique Lyon. Ach, 5 Punkte. Das Blöde ist, hier wird aber garantiert nicht dieser Platz noch freigeschaltet werden, denn wir haben hier dieses Pokalfinale. Nantes gegen Toulouse, beide nicht in den Top Ten. Und deswegen wird hier auf jeden Fall der Pokalsieger international mitmischen nächstes Jahr und es wird eben nicht in der Liga noch einen Platz geben hier, den die dann dort können. So, das waren die Ligen, das waren die Franzosen und die Spanier und die Italiener und die Engländer. Stehst du jetzt bald mal? So. Und dann sind wir soweit durch für heute, würde ich sagen. In der Regionalliga Bayern übrigens noch ganz kurz, FC Bayern 2 nicht mehr mit Aufstiegschancen. Die sind raus. Werden nicht mehr Meister werden hier, kommen an die Unterharinger nicht mehr ran. Wobei bei denen muss man gucken, was im Stadion noch wird und so. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr Bock habt. Ich weise nochmal hin auf NBA-Spezial und NHL-Spezial, wenn euch langweilig wird, guckt rein. Basti und Len freuen sich, wenn ihr das auch kommentiert, ihre Tipps. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.